Herr Dr. Wranitzky, wenn wir über 20 Jahre Mitgliedschaft in der Europäischen Union sprechen, müssten wir eigentlich schon ein Jahr weiter nach vorne denken oder zurückdenken, ins Jahr 1994. Sie waren damals bei den Beitrittsverhandlungen Bundeskanzler, sind aber in Wien geblieben, als die Elefantenrunde in Brüssel stattgefunden haben. Können Sie mir mit einigen Eigenschaftsworten, mit Empfindungen, Gefühlen ausdrücken, wie es Ihnen da gegangen ist, als die Österreicher Brüssel belagerten, wie es der Herr Dr. Fischler heute schon gesagt hat? Ja, das kann man sich ganz gut so vorstellen, dass wir ein Team waren, welches bestand aus den Verhandlern in Brüssel und sozusagen dem Hausmeister, der in Wien geblieben ist und immer mit den Kollegen in Kontakt war. Und ich bin, kann mich erinnern, zwei Nächte gar nicht nach Hause gegangen, sondern bin im Bundeskanzleramt verblieben, um jederzeit als Telefonpartner zur Verfügung stehen zu können. Und das war auch wichtig und notwendig und hat sich gelohnt, denn es gab die eine oder andere haarige Frage, wo die Kollegen aus Brüssel mich angerufen haben und wir haben das dann durchdiskutiert. Also beispielsweise ging es um den Transitverkehr und da war der Stolperstein Frankreich und die Franzosen wollten keinerlei Ausnahmeregelung zulassen für uns, was den alpenquerenden Transit, den Schwerverkehr betraf und der Verhandler in Brüssel, der mit unseren Kollegen verhandelt hat, der hat gesagt, er hat kein Pouvoir weiterzugehen, das muss er an die Staatsspitze in Frankreich herantragen. Da war es aber Mitternacht und der hat sich vielleicht nicht getraut, irgendwas heranzutragen. Mhm. Jedenfalls ich habe dann den Premierminister angerufen, der hieß Balladur damals, und der hat mir mitten in der Nacht erklärt, er versteht alles, was ich sage, nur er ist nicht zuständig. Zuständig ist der Staatspräsident für Außenpolitik und Integrationspolitik. Mhm. Jetzt habe ich dann den Präsidenten Mitterrand auch zu sehr später Stunde irgendwo erreicht, ich weiß nicht, im Pyjama oder was immer, und wir haben dann halt unsere Standpunkte ausgetauscht und ich konnte ihn überzeugen, dass unser Vorhaben, unser Verlangen nicht gegen Frankreich gerichtet ist, sondern eigentlich ein Schulterschluss zwischen uns beiden, Franzosen und Österreichern, gefasst werden soll, weil der eigentliche Streitpunkt war die Schweiz. Mittendrin, die durch den Schweizer Riegel die schweren Lkw nicht durchließ und die sind rechts und links abgewichen nach Frankreich und nach Österreich. Das war die Gemeinsamkeit der Franzosen und der Österreicher und die hat uns dann zueinander finden lassen. Also eine äußerst spannende Zeit. Und war das dann so eine Art Erlösung? Wir haben schon gehört, irgendwo wird dieser Beitritt Österreichs, abgesehen jetzt vom 12. Juni 1994, wo die Österreicherinnen und Österreicher Ja gesagt haben, beinahe in Zweidrittelmehrheit, war das für Sie auch das Gefühl, dann der Europäischen Union beigetreten zu sein, wie anno dazumal Staatsvertrag 1955, einfach vom Feeling her, von der Empfindung her, kann man das vergleichen? Ja, ich war beim Staatsvertrag 1955 ein Gymnasiast und bei den EU-Verhandlungen ein Bundeskanzler. Also da ist ein bisschen ein Unterschied. Und ich bin immer gefragt worden, was hast du an dem 15. Mai gemacht, als der Staatsvertrag in Wien im Belvedere unterschrieben und hergezeigt wurde. Und ich habe gesagt, ich habe für die Lateinmatura lernen müssen und habe eigentlich den Staatsvertrag irgendwie an mir vorbeigehen lassen. Ganz anders selbstverständlich dann bei den Endverhandlungen im März 1994. Es war ja das Gefühl, das man halt hat, wenn man etwas erreicht hat, wo man im Voraus nicht sicher sein konnte, dass man es auch erreichen würde. Und es ist dann der berühmte Stein vom Herzen gefallen, weil es war ja nicht nur der Alpentransitvertrag, sondern es waren ja auch einige andere Themen, etwa in der Landwirtschaft oder bei bestimmten Regelungen über den Grundstücksverkehr. Und da haben ja dann viele Freunde aus Europa mitgeholfen. Also die Deutschen haben mitgeholfen, die Belgier, also der belgische Außenminister hat sehr eifrig mitgeholfen, muss ich sagen. Und natürlich auch die Geschlossenheit unseres Verhandlungsteams war auch etwas, wo man sehr froh und zufrieden sein konnte. Und
sodass das eigentlich insgesamt nicht nur der Stein vom Herzen, sondern vielleicht so, wie wenn man sich im Leben ein paar Etappen vornimmt und man hätte die Hauptetappe, die Glockner-Etappe geschafft. Wenn wir jetzt 20 Jahre Österreichs Mitgliedschaft bilanzieren wollten, was sind für Sie so Highlights, was sind Vorteile der Mitgliedschaft? Sehen Sie auch Nachteile der Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union? Ja, also Österreich ist ja nicht sozusagen von heute auf morgen Mitglied des Europäischen Integrationswerks geworden, sondern wir haben uns ja da in gewisser Hinsicht herangearbeitet und sind hineingewachsen. Von sehr vorsichtigen Anfängern bis dann schon sehr mutigen Auftritten, auch in Österreich, gegenüber der österreichischen Bevölkerung. Weil auch für die Österreicher war das nicht so selbstverständlich, beizutreten, weil mit der europäischen Gemeinschaft oder den Gemeinschaften, muss man korrekterweise sagen, haben wir uns ja auseinandergesetzt mit einem Integrationswerk, das eine supranationale Behörde vorsah. Und wir waren ja seit 1958 Mitglieder der EFTA, der Europäischen Freihandelsassoziation. Und die EFTA hat keine übernationale Behörde vorgesehen, wogegen die EU oder EG schon. Und das ist sicherlich ein viel wichtiger und viel schwerwiegender gewesen, das klarzumachen, durchzudenken, selber daran zu glauben, es zu überwinden, weil damit ja die Verschiebung von staatlichen Souveränitätsrechten parallel gelaufen ist. Und das ist schon etwas, wo man nicht sagen kann, jetzt zwischen Frühstück und Mittagessen erledigen wir das. Also es waren viele, viele Monate schwerer und intensiver Arbeit. Und wenn Sie mich fragen, Vorteile, Nachteile. Also zum Beispiel Österreich, die österreichische Wirtschaft war mit den damals 12 Mitgliedern wirtschaftlich so eng verflochten, dass wir 2/3 unserer gesamten Transaktionen, Importe, Exporte, nur mit diesen 12 abgewickelt haben. Das heißt, es konnte ja ohne weiteres gesagt werden, und das war auch richtig so, ihr seid ohnehin schon stark integriert. Und dann hat man mir gesagt, die Verhandlungen werden nicht lang dauern. Ihr seid so integriert, das kann schnell gehen. Es ging aber nicht schnell. Aus vielerlei Gründen. Einer der Gründe war, dass wir 1989 unseren Beitrittsantrag eingereicht haben, aber 1989 fiel auch der eiserne Vorhang. Das heißt, Europa hat von heute auf morgen auf einmal ganz mit was anderem zu tun gehabt. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich blöd, weil jetzt werden die unsere Geschichte da in den Hintergrund schieben, und es war auch gewisse Zeit so. Und dann haben wir halt wieder daran gearbeitet, und so ist es halt dann gewachsen und gediehen. Und durch die Mitgliedschaft, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man so eng verflochten ist und nicht Mitglied, dann wird man indirekt diskriminiert, weil die Vorteile, die diese 12 untereinander schon hatten, hatten wir nicht. Und ihre Beschlüsse aber, Beschlüsse der 12, haben für uns gegolten, indirekt. Und wir haben aber nicht mitreden und mitstimmen können. Und das war ein gutes Argument, auch für die österreichische Bevölkerung zu sagen, na hallo, wenn das so ist, dann ist ja gescheiter, man sitzt im Zimmer drinnen und nicht im Vorzimmer heraus. Herr Dr. Franitzky, Sie sind glühende Europäer. Sie sind im Mai 1995 mit dem Karlspreis, mit dem Aachener Karlspreis für Ihre Verdienste um den europäischen Integrationsprozess ausgezeichnet worden. Was ich weiß, sind Sie der erste oder der einzige Österreicher, der mit Jean Monnet, mit Adenauer, mit Robert Schumann in dieser Reihe ist. Ich meine, eine Ausnahme, einen Altösterreicher, Kudenhofer-Kaller, das war der erste, der 1950 bekommen hat, den Karlspreis. Wenn Sie sich dieses Europa jetzt vorstellen, in 20 Jahren, wo würden Sie dieses, oder wo werden Sie dieses Europa, oder wo sehen Sie Europa in 20 Jahren, die Europäische Union? Denken Sie, dass der Europäische jetzt im Zusammenhang mit dem europäischen Integrationsprozess, wird es ein offener Prozess sein, ein never-ending process sozusagen, oder gibt es irgendwann einmal eine Finalität hin, ja, von einem Staatenverbund hin zu einem Bundesstaat? Wie würde da Ihre Vision ausschauen? Oder braucht man das gar nicht? Soll das offen sein? Die Antwort auf diese Frage kann nur mit einem Arbeitsauftrag gleichgesetzt werden. Und dieser Arbeitsauftrag ist,
so zu definieren, wir müssen die nächste Etappe, die nächste Stufe des Integrationsprozesses bewältigen. Und das ist sicher nicht einfach. Und ich fürchte, es wird schwerer sein als vor 20 Jahren der Beitritt. Warum? Weil sich unser ganzes Leben, unsere Welt, unsere Umwelt in Europa, außerhalb Europas so fundamental geändert hat, dass wir bestimmte Themen und Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, 1994, 1995 gar nicht gekannt haben. Also die internationale Finanzkrise etwa mit allen Auswirkungen oder die Wanderungsbewegungen, die Fluchtbewegungen, die Globalisierung in dem Sinn, dass zwischen den verschiedenen Machtzentren der Welt ein heftiger Wettbewerb entstanden ist. Also wenn wir heute anschauen, Europa hier, USA dort, Russland wieder dort, China, Indien, Indonesien, Brasilien, lauter Länder mit dreistelligen Millionenzahlen an Einwohnern. Wir 28 in Europa haben auch mehr als 500 Millionen. Das heißt, wir sind auch eine Großmacht. Nur wir sind uns vielfach noch nicht bewusst, dass diese Großmacht zu sein. Und daher ist das sicher der nächste Schritt, diese Kräfte so zu bündeln, dass wir mit den anderen mithalten können. In Bezug nicht nur auf Wirtschaft, sondern Wirtschaft, Energie, aber auch Kultur, Wanderungsbewegungen. Reisetätigkeiten. Wir reisen ja heutzutage mehr oder weniger ungehindert rund um die Welt. Das sind nicht nur, das sind große Vorteile, aber damit sind auch Herausforderungen verbunden. Denken wir an die Sicherheitsfrage, denken wir an die Frage, für Österreich ganz besonders wichtig, wir sind da mitten im Kontinent, was geschieht eigentlich mit den nächsten Erdgas- und Erdölleitungen und wie können wir da mitspielen, wo sind wir dabei? Also eine Fülle von Aufgaben und über allem schwebt eigentlich was? Das Internet. Das ist vor 20 Jahren noch nicht so über uns gedroht oder geschwebt. Und heute, wenn wir allein beginnen in unseren Familien, in unserem persönlichen, privaten Leben und wenn wir das hochrechnen auf die europäischen und auf die internationalen Beziehungen, dann stehen wir vor einer vollkommen neuen. Mir kommt das so vor, wie wenn man mit einem kleinen Paddelboot vor den Niagarafällen steht und sich irgendwie vorstellen, wie das man da raufrudert. Das geht nicht. Man muss was anderes haben als ein Paddelboot. Und das ist der Auftrag und das werden die nächsten nicht nur 20 Jahre, ich glaube ohne Begrenzung. Und ich glaube auch, dass dieses Modell Europa in seiner ganzen kulturellen und geistigen Gesamtheit nie aufhören wird, sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Herr Dr. Franitzky, vielen herzlichen Dank für Ihre Antworten. Na, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.